herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will auch mal hier und da ein paar neue Mods vorstellen. Nebenbei halt noch das neue DLC testen, aber jetzt gucken wir heute hier nochmal noch einen neuen Trailer. Das ist ein Dreiecks-Trailer, wo man dann hier LKWs transportieren kann. Das zeige ich euch jetzt hier gleich, ne? Zu finden natürlich im Aufliegerhändler. Und dann zeige ich euch das mal. So sieht er aus. Ganz schick. Gleichzustellen natürlich mit dem von SCS, den es ja gibt. Im Frachtmarkt, da kann man gleich nochmal anschauen, ob es der gleiche ist. Schaut zumindest fast aus. Farblich, klar, kann hier ein bisschen rummehren, aber naja, ist halt so, ne? Die Reifen, die könnt ihr mal so lassen. Da ist jetzt hier auch nichts weiter hinterlegt oder so. Das ist halt wie es ist. Original. Also gibt es hier eigentlich nichts zu machen. Zumindest könnt ihr den dann schon mal kaufen. Das heißt, wir kaufen uns den und dann freuen wir uns hier. So, gleich mal in die Garage. Und dann gehen wir hier mal raus. Und dann zeige ich euch doch mal ganz kurz. Das müsste nämlich der gleiche sein wie hier. Ne, das ist er nicht. Dann ist er. Da ist er. Das ist praktisch im Prinzip der hier. Bloß nun jetzt umgeschrieben, definitionstechnisch, so damit man den kaufen kann und natürlich dann Frachten mit hinzugefügt, die wir uns jetzt hier gleich anschauen werden. So, jetzt fahren wir hier mal raus. Dann zeige ich euch den Trailer nochmal genauer. Also, was heißt genauer? Ich brauche eigentlich gar nicht so genau zeigen, weil das ist ja der Originale von SCS. Nur halt jetzt, dass man den kaufen kann und den dann permanent hat. Hier sieht man auch nochmal, wo natürlich hier auch alles funktioniert. Hier auch das Licht und so. Trailerkabel ist eh klar. Das sieht alles soweit ganz hübsch aus hier. Und dann hat man hier im Auftragsfachmarkt oder beziehungsweise im Ladungsmarkt, könnt ihr dann hier, seht das eh schon einmal hier, Scania Next, wir sind jetzt hier in Osnabrück, habt ihr hier den Scania Next Generation und meines Wissens den normalen Scania, ne? Da könnt ihr euch jetzt hier praktisch was raussuchen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal von Transinet, nehmen wir das jetzt mal hier. Das nehmen wir jetzt mal, da fahren wir jetzt mal hin nach Transinet. Und holen uns dann hier doch mal die Scanias. So, fahren wir mal raus. Uiuiui, stopp, mein Freund. Danke fürs Bremsen. Davon ist auch schon Transinet. Klar macht es jetzt wenig Sinn, hier bei Transinet LKWs zu laden, aber es gibt halt einfach keine spezielle Firma, wo man das machen könnte, außer oben in Skandinavien, klar. Direkt beim Scania-Händler, ne, ganz oben. Da macht es dann Sinn, aber dann müsste man jedes Mal bis da hochschüsseln, was ist so in Schweden, ne, dass man da das dann ladet und das ist ja, ist ein bisschen doof. So, nichtsdestotrotz fahren wir mal kurz rein. Ladungsmarkt, da ist auch schon. Rückwärts reinschüsseln und dann holen wir uns diese LKWs schnell. So. Sehen tun wir nicht. Wollen wir noch ein Stück nach vorne fahren hier. Von der Seite ist es ein bisschen schwieriger wie von anderen, weil man da diese Markierung am Boden oftmals schlecht sieht. So, jetzt wird's besser. So, rum im Arsch. Und dann wird das schon. So, es reicht schon. So, dann wollen wir eine Runde laden. Und dann sieht er hier schon unsere Scanias oben drauf. Zwei Stück. Frisch aus dem Werk. Gut gesichert. Und dann haben wir dann, mal kurz gucken. Das sind 21 Tonnen insgesamt. 7,5 mal 7,5 macht 14. Ja, doch, kommt hin. Mit Trailer und Ding könnte das gut hinkommen mit 21 Tonnen Ladung. Plus Trailer halt natürlich, ne? Finde ich ganz cool, dass man den jetzt kaufen kann und mit dem entsprechend hier seine Touren fahren kann.
finde ich ganz cool, vor allem für die Leute, die der ein oder andere hat schon mal gesagt, Autotransporter. In dem Fall ist es jetzt hier fast dasselbe, bloß dass jetzt hier die neuen Scanias oder den Scania, den alten halt, die alte Version transportieren kannst. Ich finde es auf alle Fälle ganz cool, mir gefällt's. Da würde ich sagen, lasst einen Däumling dafür da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Trailer-Mod hier. In diesem Sinn, wie immer, allzu gute Fahrt, bis bald, macht's gut und ciao.